Grüß euch, Leiden. Willkommen beim Achtelfinale des vergangenen Wochenende des Barcelona Treasure Cups. Wundert euch nicht, dass es hier jetzt gerade noch die Preparing-Phase hier seht. Ich wollte es nur kurz reinnehmen, weil hier sieht man schon, dass der Law-Spieler auf der rechten Seite seine Namis rausnehmen musste und durch Dons ersetzen. Ich habe da mal nachgefragt bei einem der Judges, der war so Freund, danke Melkor für die Antwort übrigens. Oder thank you Melkor for your answer. Und er war so freundlich und hat mir das beantwortet, was da los war. Und zwar war die Luftfeuchtigkeit in Barcelona so hoch, dass teilweise die Karten extrem curled haben. Dementsprechend haben sie halt einfach, vor allem jetzt in dem Fall, die Namis rausgenommen beim Law-Spieler und durch Don ersetzt. Bei anderen Spielern habe ich von Tommy, der was auch dort im Top-Cut war und super Leistung geliefert hat, habe ich auch erfahren, dass es auch bei einem seiner Gegner war mit einer Karte. Also es lag halt wirklich daran, an Foiling, durch die Luftfeuchtigkeit war das Foiling der Karten dann so, hat das Feuer zu Curling geführt. Und damit da kein Spielvorteil irgendwie rauskommt, dass die Leute sehen, ah, da kommt jetzt meine curlte Karte, das ist jetzt die, haben sie sich einfach am Tisch beim Top-Cut entschieden, dass diese Problemkarten einfach durch Dons ersetzt werden. Und beide Tisch-Judges und natürlich der Gegner waren damit informiert. Und nur, dass ihr das wisst. Wir selber haben das nicht gewusst im Chat, da der Cast auf Spanisch war. War das ein bisschen schwer rauszuhören, was jetzt los ist. Ich weiß nicht, ob da eine Erklärung kam. Aber ja, damit ihr das wisst. Also, es war kein Cheating oder irgendwas, oder dass die Karten markiert waren, falls ihr sowas denkt. Es war einfach nur das Foiling mit der Luftfeuchtigkeit hat zu Curling geführt aus. Und nun viel Spaß mit der Runde. So, wir starten jetzt mal ins Game. Ruffy hat schon mal seine Hand behalten. Law nimmt einen Mulligan. Und ich habe leider nicht aufgepasst, wer jetzt da als erstes beginnen darf. Übrigens, Law, richtig schön in Flavor, hat die Law-Matte von offiziellen One-Piece-Shop. Und da sieht man perfekt, warum mir diese Playmats gefallen. Die sind leider sehr klein. Haben zwar den schönen Stempel drauf, aber ihr seht ja gerade, wie klein das die sind. So, und wir starten jetzt nochmal ins Game. Da holt sich der Ruffy seine Don. Er beginnt sogar. Hat auch ein First Play mit einer Nami. Sehen wir einen Nami-Search. Hat der da eine Don in seiner Hand? Hat der Law gerade eine Don in seiner Hand? Was ist da los? Der hat doch eine Don-Karte in der Hand, oder? Law beginnt auch mit der Don. Hä? What? Was soll das sein für eine Karte? Auf jeden Fall ist ein Riff. Oh, okay. Wegen falscher Sleeves oder was? Also das meintest du mit mir vorhin. Auf jeden Fall, Law hat noch einen Chopper gespielt und Ruffy beginnt seinen Zug direkt mit einem Attack, nimmt auf die Hand und hier kommt die Robin. Die könnte jetzt MVP sein gegen Law auf jeden Fall. Mal schauen, ob der Law da eine Antwort drauf hat. Pistol hat er auf jeden Fall nicht. 5K Swing mit Law auf Leader, den nimmt der Ruffy gerne auch. Kein Pistol Trigger. Da kommt ein Rush Zorro. Und er gibt ab.
Also er will auf jeden Fall sein Zorro beschützen und einfach nochmal Bord aufbauen. Wir haben gesehen, dass er einen Radical Beam auf der Hand hat. Also er wird wahrscheinlich jetzt noch ein Leben nehmen lassen und dann vermutlich beginnen zu verteidigen. Die Robin ist halt auf jeden Fall zweite Robin. Also das ist ein riesen Threat. Hier da schön Robin ausgespielt mit Lead Ability, Don Untergag. On Attack wird der Chopper KO'd. Und wir kommen in die Counterphase von Law. Es nimmt auf die Hand, kein Trigger aus dem Live. Nochmal 5K Swing mit Leader. Also, Ruffy hat jetzt ihren sehr guten Bot-Stat. Zwei Robins auf dem Board. Und das ist halt verheerend gegen Law. Er hat halt auf jeden Fall die Dawn offen für einen Radical Beam. Oh, da muss er einen Brook abwerfen. 2K-Counter abwerfen ist ganz böse. Und da kommt noch ein Mask Deuce. Oh mein Gott. Also selbst wenn beide Robins geoutet werden, da ist immer noch ein Mask Deuce, was die Low Creatures einfach weghauen. Also Ruffy hat jetzt gerade richtig, richtig gute Starthand. Und ich glaube jetzt wirklich, dass dieses Deck gegen die Laws gebaut worden ist. Und aber dem Board State. 5K Swing auf die getappte Robin mit Zorro. Ja, lass der Kyogre. Vollkommen verständlich. Er hat ja noch zwei andere Möglichkeiten. Da kommt eine Bonnie mit Search. Leider erkennt man es schwer. Findet nochmal eine Bonnie auf jeden Fall. Ah, da ist ein Chopper Robin. Was ist das noch? Sami ist sehr Strawhead-lastig. Also er hat Glück gehabt, dass er die Bonnie gezogen hat. Wunderschöne Winner-Alt-Arts übrigens. Also ich glaube, der hat er full Bling-Bling. Hier, das dann ist nochmal eine Nami. Da wird für eins nochmal eine Mami gespielt. Restant Lord, Chopper, Bonnie. Ah, ich glaube, er hat die Searches ein bisschen falsch. Ah doch, er hat noch einen Rush Zorro. Immerhin. Weil der Zorro wird jetzt sehr schwer zu verteidigen sein. Was kommt jetzt noch für ein Play für 1? Das Problem ist, egal was er jetzt ausspielt, das geht drauf an die Robin oder Mastus. Auf jeden Fall kommt eine Otama. Und wir haben jetzt einen Law Switch. Holt er den zweiten Zorro rein? Ja. So, Zorro nochmal 5K Swing. Also, Law versucht jetzt einfach den Druck aufs Life zu erhöhen. Macht natürlich Sinn jetzt bei dem Portset mit dem Must-Do's, was er direkt outen wird an seiner kleinen und auch noch eine zweite Robin. Da kann er nur Druck aufs Live machen. Nochmal 5K Swing mit Leader. Deadly Hunter, das Problem ist, dass die Robin KO'd on Attack in 3K und Must Use an 2K für zwei angelegte Dons. Das heißt, er braucht beide, mit beiden kann er die Zoros attacken für 5K und nebenbei entweder die zwei Namis oder, was ist da ganz oben, die Otama kann er noch KO'en, einfach gratis. Und das ist verheerend für Law, weil Law braucht ein volles Board, damit er seine Lead Ability funktioniert. Also hier hat wirklich der Ruffy-Spieler einen sehr, sehr guten Start. Zusätzlich noch bei Ruffy kommt ja noch dazu, dass er noch ein zusätzliches
dann zur Verfügung hat. Hier hat auf jeden Fall den Attack nochmal abgewehrt mit seiner dritten Robin, wenn ihr das richtig gesehen habt. Und wir gehen in den Zug von Ruffy. Okay, da werden drei Dons. Noch ein sein eigener Rush Zoro. Okay, da wird das getappte Ton mit Leader Ability unter die Robin gelegt. Attack auf Zoro und die Otama wird geoutet. Boah, das ist schwierig. Law hat fast keine Karten. Also keine Charakterkarten, was er abwerfen kann oder will, damit er wieder ein neues Board aufbauen kann. Ja, da geht der erste Zoro down. Hier kommen die zwei Dons auf Must Use. Attack für 5k in den Zoro und on Attack geht eine der Nami-Dons down. Also hier ist irgendwas mit den Namis, glaube ich, wahrscheinlich falsch gesleeved, deswegen sind die im Don-Deck. Habe jetzt nicht ganz mitgekriegt. Und da ist der zweite Toro down. Und nur mehr noch eine Nami. Also die Don auf dem Board ist eine Nami. 5k Swing mit Zoro. Boah, das ist. Es ist richtig bitter, gerade die Situation für den Law. Okay. Very good, guten Morgen. Also das, Tommy, das habe ich leider nicht ganz mitgekriegt, weil ich noch beim Einstellen war von Sachen. Aber interessant, keine Ahnung, was da war. Waren es vielleicht Altarts? Hast du das gesehen? Dass es vielleicht illegale Altarts waren? Oder waren sie markiert? Das kann auch sein. Aber das, ich will jetzt ja keinen Cheaten vorwerfen. Aber irgendwas muss mit den Namis gewesen sein, ja. Auf jeden Fall den letzten 5K-Swing hat er jetzt mit der Bonnie 1K abwehren müssen. Und nochmal 5K mit Leader. Nimmt auf die Hand. Und wir sehen noch eine Makino. Makino und ein 6K-Swing auf Nami. Mit Nami. Wird nochmal mit 2K abgewehrt, so. Also Makino hat, für was nicht wissen, Makino... Fürs Tappen kann sie einen One-Cost für 3k boosten. Das heißt, Nami mit ihrer 2k Base-Power ist ein 5k gewesen. Plus das letzte Don ist sie noch ein 6k-Attacker gewesen. Also ganz ehrlich, je nachdem, was jetzt der Law rauszieht aus seinen Searches, würde ich fast auch sagen, dass er eher sagt GG und ins nächste Game geht, bei dem Board State gerade. Aber hey, mal schauen, also wie gesagt, je nachdem was er hat, also zweiter Bonnie ist schon mal sehr gut für Board neu aufbauen. Also ich lasse mich auch gerne überraschen. Ah, da ist schon der Blocker Law. Den hat er, glaube ich, dringend gesucht. Also es ist noch alles drinnen. Jetzt ist wieder alles noch drinnen mit dem Blocker-Law. Kann er noch arbeiten. Also er hat noch ein Badge auf der Hand. Er braucht noch einen zweiten One-Drop auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, ob er noch was hat. Das ist die Frage. Hat er noch einen zweiten One-Drop zum Board voll bauen? Ja, da ist eine Otama. Da kommt der Apache. Da kommt die Otama. Die Frage ist, was wird reduziert? Also Must Use und Robin müssen weg. Also es wird die Robin und 2K verringert. Macht Sinn, da kann er damit mit der Nami drin attacken. Attack macht er direkt? Okay, er macht direkt Leader Ability. Swappt die Otama gegen Law, also Blocker Law. Holt sich damit die Bonne auf die Hand. Und was kriegen wir nochmal? Nochmal die Otama. Nochmal die Robin, okay, jetzt ist sie auf 0, verstehe. Er will sie definitiv down haben, okay. Und noch 5k Swing auf the Must Use, verstehe. Jetzt muss der Ruffy mindestens zwei Karten abwerfen, weil Must Use
ist ein 3K-Buddy. Also Law wollte jetzt unbedingt sicher gehen, dass eben die Name, die Robin down geht. Verstehe. Sehr teuer. Oh, 2K. Er verteidigt ihn mit 2Ks. Und wir gehen ab in den Zug von Ruffy. Aber wie gesagt, das Spiel ist noch nicht ganz vorbei. Also hier sieht man die Stärke von Law. Er kann halt einfach sehr schnell wieder sein Board aufbauen. Also wie gesagt, je nachdem, was halt eben die Searches ergeben. Oh, hier kommt die Pistol. Oh, bitter. Das ist jetzt bitter. Hier wird das Geressete dann unter Mastuse-Gag noch ein zusätzliches, damit Becic KO'd on Attack dürfte auf Leader gehen. Ja, hier kommen noch drei weitere Swings. Ja, ja, das sagt, jetzt sagt er GG. Also die Pistol war jetzt wirklich der ausschlaggebende. Wahrscheinlich hätte er sonst, ansonsten hätte er wahrscheinlich ein bisschen noch ein bisschen rumspülen können. Der hat schon eine Wanted Ruffy drin. Und wir gehen ab ins Spiel 2. Also wirklich, wie gesagt, Ruffy ein super, super Start Handcup. Zwei Robins und ein Mass Deuce auf dem Board gegen, das willst du als Law nicht sehen. Vor allem, wie gesagt, wir haben ja Zugriff auf die Decklisten. Dementsprechend weiß ich, dass Gato ohne Pistol spielt. Der spielt nur mit zwei Radical Beams. Macht gegen die ganze Whitebeard-Meta, hat es sehr viel Sinn gemacht auf jeden Fall. Dass du eher auf Defense gegangen bist und die Pistol einfach nicht braucht hast, weil die eh so alle so fett sind. Das sind Whitebeard-Dudes. Da gehst du lieber auf sein Face. Aber gegen so einen klassischen Ruffy, puh. Vor allem dieser Ruffy spielt auch noch zwei Redhawks. Also Redhawk in der Verteidigung und aber auch aus dem Leben sind sehr, sehr böse gegen einen Law. Aber hier sehen wir wirklich ein sehr gutes Spiel auf sehr hohem Niveau. Ihr habt es gesehen, wie gut, dass der Law wieder sich wieder aufgebaut hat. Und ich sage mal, wenn die Pistol nicht gewesen wäre, hätte er sie wahrscheinlich noch ein bisschen verteidigen können. Okay, beide machen wieder Peilshuffles und macht vollkommen Sinn, weil wir haben ja bei Ruffy haben wir auch alle vier, haben wir alle vier oder zumindest drei Robins gesehen, sind dann sonst auf dem Stack, macht keinen Sinn. Und natürlich Law hat auch, glaube ich, sehr viele, seine ganzen Bonnies und seine Namis gerade auf dem Board gehabt und seine Blocker-Laws irgendwo, also es macht schon Sinn, dass beide einen Peilshuffle machen, einfach damit ihre Decks gut genug durchgemischt sind. Die müssen jetzt halt nur bei Karten aufpassen, dass sie ihre Decks nicht vertauschen, weil die haben so ziemlich geile Sleeves. Ich schaue gerade im Originalchat noch, ob da irgendwo steht wegen den Namis. Also irgendwas ist mit den Namis sus gewesen anscheinend, weil irgendwas haben sie gemeint, dass da, ich habe jetzt gerade eine Nachricht gelesen, irgendwas wegen die Namis. Also irgendwas ist dran sus, deswegen haben sie das einem austauschen lassen.
Okay, beide haben ihre Starthandsknammern. Vergessen das mit den Namen, ist halt einfach so. Wir starten in Runde 2 und Ruffy beginnt wieder. Macht natürlich Sinn, dass er Law sagt, okay, er geht second. Hat das zusätzliche dann zum Aufbauen. Okay, was ist... Hat er das Leben falsch gegeckt? Ich habe jetzt gerade leider nicht aufpasst, aber es scheint so, der Judge redet gerade mit dem Law-Spieler. Ah, okay, der Judge hat das nicht gesehen. Es geht nämlich darum, eure oberste Karte vom Deck muss eure unterste Live-Karte sein. Ruffy startet diesmal mit einem Gordon. Interessantes Play. Law nur mit einem Chopper und gib ab. Also ich will jetzt hier keinen des Cheaten vorwerfen, aber irgendwas ist anscheinend laut Chat sass mit den Namis vom Law-Spieler. Hier kommt auf jeden Fall ein Must-Use-Play. Dann Leader-Ability auf seinen Leader, das gerestete Don, die zusätzliche Don, 7K-Swing. Hat er in die Hand genommen, ohne einen Trigger. Und wir gehen ab wieder zum Law. Erster 5K-Swing wird genommen von Ruffy-Spieler. Und wir sehen ein Starter-Deck-Zoro-Play. Gib eben noch die Down drunter, dass er im nächsten Turn ein 6K-Buddy ist. Schützt ihm trotzdem nicht vor der Pistol, aber auf jeden Fall vor den Must-Use. Nee, auch selbst so ein Must-Use nicht, oder? Must-Use KO doch nur 3K, oder? Ah, 2K. Ah, warte mal. Wenn jetzt Must-Use 2K nur KO'en kann, dann macht das natürlich Sinn, das Play. Ja, Must-Use ist 2K. Also das Play macht jetzt natürlich Sinn, weil jetzt ist er 3K. Also Zorro auf 3K. Oh, aber da kommt noch eine Otama. Na, never mind. Sehr stark runtergespielt gerade von Ruffy. Gordon Ability plus Otama auf Zorro. Und damit ist er down durch den Must-Use-Attack. Also der Ruffy-Spieler, der weiß, was er macht. Der Swing wird mit einem 2K-Counter abgeworfen, dann kommt noch die Curly Dadan. Also da hat der Ruffy-Spieler die Dadan zu ausgespült. Deswegen hat kurz der Judge interrupted. Schaut sich die Top 5 aus, schaut noch nach aus. Oh, ein Wolf mit Dadan, aber macht... Die Frage ist, wie sehr das den Ruffy-Spieler wehtut. Auf jeden Fall kommt nochmal ein 6K-Swing auf live. Nimmt der Law-Spieler in die Hand. Und wir gehen wieder ab zum Law. Also, Ruffy macht es sehr gut. Er lässt einfach Law einfach kein Board aufbauen. Aber aktuell sehe ich noch keine einzige Robin auf dem Board. Und der Must-Use wird wahrscheinlich jetzt auch bald mal jetzt K.O. gehen. Die Frage ist, geht der Love noch was sicher und setzt noch eine Otama dafür ein? Oder versucht es einfach so mit Leader? Ja, Law ist jetzt ein bisschen in die Ecke getrieben, hat dann Lost schon und schon wieder, da liegt halt wieder Must-Use. Ja, er geht auf Nummer sicher mit der Nami, mit der Otama, reduziert Must-Use auf 1K und attackt auf 5K dran. Macht keinen Sinn zu verteidigen auf jeden Fall. Und er hardcastet einen Blocker Law. Holt die Otama zurück und spielt die Starter-Deck Nami. Und gibt damit ab. Wir gehen wieder zurück zu Ruffy. Mal schauen, was er jetzt in seinen Sleeve rausholen kann. Oh, da kommt wieder die Pistol direkt. Aber ich glaube, das war ein bisschen ein Bait, um die Pistol rauszuholen vom Law. Oder hat er halt einfach kein besseres Play gehabt. Das ist natürlich dann auch bitter.
Hier kommt eine Curly da dann. Nochmal für 5. Findet nochmal einen Gordon. Wird ein Rest-Stone und normal Stone angelegt an Daran, damit ein 5K-Swing gemacht. Nimmt auf die Hand und nochmal ein 5K-Swing. Mit Leader. Was macht er jetzt? Und guten Morgen, Chris. Wird mit dem Wonkey abgewehrt. Und wir gehen ab in den Zug vom Block. Law tappt 4 Don. Oh, das ist Brook. Film Brook into 2K Brook. Gibt die Don auf Nami. Das heißt, sie ist jetzt ein 3K. Tappt noch eines für eine Otama. Reduziert wieder Curly Dadan. Das heißt, 3K auf 1K. Ja, geht K.O. Dann sehen wir wieder wahrscheinlich wieder eine Leader Ability. Otama wird auf die Hand zurückgenommen, so wie es scheint. Ja. Wird getauscht durch noch einen Blockerlaw. Blockerlaw bringt den 2K-Counter Brook auf die Hand. Und eine Iso. Iso tappt die andere Curly da dann. Dann mit die Ability von Starter Deck Nami aktiviert, für eine Don und dann Leader zu legen. Und da kommt ein 6K-Swing auf die Curly Dunnan. Geht auch K.O. Und ein Don offen für einen Radical Beam. Geht's ab zum Ruffy. Also, Law kann sie jetzt hier ein bisschen besser verteidigen. Liegt auch daran, dass keine Robins noch an Bord gegangen sind. Es ist zwar schon eine Pistol gefallen und ein Must-Do's, aber aktuell hat jetzt wirklich der... Oh, da kommt Whitebeard. Never mind. On-Curve Whitebeard. So gesehen, Ruffy jetzt auf 7K bis zum nächsten Turn. Leader Ability wurde genutzt, um einen Don unter Otama zu legen und damit die Starter-Deck-Name zu attacken. Der Play gefällt mir. Wird mit Law geblockt. Ohohoho. Macht Sinn, weil jetzt hat er noch den, wenn er jetzt auf Law geht, hat er noch den Chopper, um Law zu verteidigen. Oder er hat dann natürlich auch noch einen 2K-Counter auf der Hand natürlich. Schönes Play von beiden Spielern. 7K of Life auf jeden Fall. Macht mehr Sinn als wir von Law. Damit geht wenigstens der Chopper K.O. Macht auch natürlich Chopper jetzt zum Blocken nutzen. Macht am meisten Sinn. Weil ab nächsten Turn dann, wenn Newgate attackt mit 2 Don attached, ist er so oder so dann. 1K Attack auf die Otama. Solange die Nami noch Value bringt. So, da wird ein bisschen hin und her gelegt, bereitgelegt. Also wir sehen schon hier Law ist jetzt ein bisschen besser ins Spiel kommen ins zweite. Aber Ruffy hat jetzt auch wirklich on-curve schön einen Newgate gespielt. Wir haben hier die erste Curly da dann von Law. Searched auch für 5. Jetzt ist dann auf jeden Fall ein Rush-Zorro dabei. Das, oh, ein Whiff. Oh, 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 oh. Wir wissen auf jeden Fall, dass Law ohne Pistol spielt, also der Newgate bleibt liegen.
Kommt da jetzt ein Big Swing mit ISO? Also es könnte jetzt ein Big Swing mit ISO kommen, bevor sie auch KO geht. Weil mögliche Targets für die New Gate Ability sind eben Nami oder ISO. Okay, er legt zwei unter Brook. Ah, er spielt gegen Pistol. Gegen Pistol Trigger spielt er rum. Dann sollte er fast noch nicht dann unter den Law legen. Ah, macht er mit der Manami Ability. Verstehe. 7K Swing auf Life. Spielt damit wunderbar um den Pistol Trigger rum. Nimmt der Ruffy auf die Hand, kein Trigger aus dem Dive. Wir wissen, er spielt mit Red Hawks auch, also das wäre auch verheerend, gerade für Law. Ja, der 2K Buff, der ist schwierig für Law gerade. Nochmal 7K mit Leader, nimmt auf die Hand. Sind wir Leader Ability? Ja, wir sind Leader Ability. Da wird die Curly da dann auf die Hand genommen. Mit ihr noch ein Blockerler. Also ich würde die ISO oder die Starterdeck Nami auf die Hand wieder zurückholen. Nimmt die ISO anscheinend. Oder überlegt danach. Hooker Counter wäre natürlich die Nami. Es ist seine einzige Starterdeck Nami, was er spielt. Also wenn er mehr weiterhin mit 11 Don spielen will, sollte er sie die eher schützen. Aber er entscheidet sich für den 2K-Counter. Spielt nochmal die Curly da dann. Macht nochmal einen Search. War da eine Robin und ein nochmal ein Law dabei oder ein Zorro? Ich habe es sehr wenig erkannt. Also aktuell, wir haben leider bei diesem Event keine Handkameras. Oh, da ist auf jeden Fall eine Otama dabei. Immerhin kein Riff. Immerhin kein Riff. Das ist schon mal ganz gut. Oh, eine Nami auch. Also die Dons, für die Leute, die was erst zugeschalten haben, irgendwas ist beim Law mit seinen Namis, dass die Judges die gegen Dons austauscht haben. Also die Don gerade in den Deck drinnen, das sind Starterdeck, nicht Starterdeck, sondern Searcher Namis. Ja, nimmt die Nami. Spielt sie auch ein Trash die Starterdeck Nami? Ich sehe dann nochmal ein Starterdeck, Zorro, ein Brook, okay, und noch eine Nami. Ja, Brook ist auch gut für den Board-Wiederaufbau. Und da wird nochmal ein Don offen gelassen für den Radical Beam. Da wird um den Trash gebeten. Ja, vollkommen legitimes Play, dass man an den Trash bittet vom Gegner. Könnt ihr jederzeit machen, auf jeden Fall. So. Wie macht es jetzt Ruffy am besten? Es wird schwer zu durchkommen sein. Da sind auf jeden Fall zwei Blocker-Laws an Bord. Oh, nochmal Back-to-Back Newgate. Und hier sehen wir die Stärke am Ruffy-Leader. Er kann jetzt einfach mit seinem ersten Newgate einfach mit zwei Dons untergedeckt angreifen. Aber erstmal ein 7K-Swing mit Leader. Back-to-back Newgate tut halt sehr weh. Weiß nicht, ob sie da oder Law rauswinden kann.
Und ich glaube, der Swing sah mir aus nach live. Weil bei dem Board State, Ruffy ist auf 7k, also Law muss sehr viel Don investieren, damit er ihn attacken kann. Und ich vermute mal, er hat wirklich sehr viel Counterkarten jetzt gerade noch auf der Hand. Und kann dementsprechend seine letzten zwei Live sehr gut verteidigen. Und das macht natürlich mehr Sinn, einfach den, auf Leben zu gehen, als aufs Board, weil Law baut eh wieder sehr schnell sein Board wieder auf. Da wird rausgecountert. Ja, und hier wird dann nochmal das Don untergelegt. Newgate Ability triggered, wird die Nami KO'd und 12k Swing auf Live. Nimmt auf die Hand, kein Trigger aus dem Live und wir gehen wieder ab zum Law. Law hat jetzt da auf jeden Fall 4 Swings, was jetzt nicht so intensiv sind. Wenn er mit Curly Dada nicht attacken will, wird es sehr teuer. Ah, ich sehe dann 2K Brook hat er ja noch auf der Hand, also er könnte dann auch damit wenn ich so ein bisschen Board aufbauen und dann verschieben. Markant, GG. Ich habe das Glück gehabt, dass ich Manga Sogeking und Katakuri Secret Rare gezogen habe. Aber Cracker und Paris Pearl und Lysup, das ist auch nochmal eine Steigerung. Gratuliere. Hast du auch gewonnen? So. Hier werden Don attached, um gegen die Pistol Trigger vorzugehen. Law hat es halt nicht einfach. Er hat zwei Namis auf der Hand. Ein 2K Brook. Ja, jetzt muss er wirklich hart überlegen, der Law-Spieler, wie er jetzt attackt. Aber schon langsam darf er mal in die Gänge kommen, mal ganz ehrlich. Die Zeit spielt ja auch gegen euch, also wenn jetzt so wirklich Law wie durch ein Wunder gewinnt, dann müssen die noch eine dritte Runde spielen und das sind nur von 20 Minuten. Hier kommt erst mit der erste 7K-Swing, wird mit einem 1K abgewehrt. Nächste 7K Swing mit Leader. Nochmal ein 2K Counter ist das, ja. Also nochmal abgewehrt. Da wird eine Nami gespült. Mit einem Chopper Blocker kann man, macht aber mit zwei Newgates auf dem Board keinen Sinn. Maximal, um Board voll zu machen, zum Swappen. Aber wahrscheinlich hat er keine andere Möglichkeit gehabt. Ansonsten hätte er, glaube ich, jeden 1K-Counter vorgezogen. Er könnte nochmal die zweite Nami spielen und nochmal einen Swap machen. Ja, Trash die Nami. Spielt nochmal eine Nami.
Aber wie gesagt, die Don, sein Name ist von ihm. Irgendwas war da mit dem, mit seinen originalen Namen ist, dass er sie tauschen musste. Er hat eine Robin auf jeden Fall in seiner Hand. Ja, nimmt die Robin. Und vom... Oh. Okay, da wird die Name geswappt und nochmal ein Chopper gespült. Ja, okay, er forst jetzt damit den Newgate, dass er den ersten Attack natürlich die Ability auf den Chopper nutzt. Macht ja natürlich auch ein bisschen Sinn, weil sonst wäre seine Qualität dann weg. Und jetzt nochmal um den Trash gebeten. Und wir gehen jetzt in den Zug von Ruffy. Er hat noch sein Don getatscht. Gerestet, so. Drei Blocker. Kein Life. Eine offene Don. Ich habe jetzt leider nicht in der Hand gesehen, ob er einen Radical Beam auf der Hand hat. Hier unrestet auch mal der Ruffy mal endlich sein Don. Ja, der Ruffy hat es jetzt auch nicht einfach, auf jeden Fall. Das ist halt auch das Problem an Law. Law bringt halt einen Blocker nach dem anderen raus. Er ist fast gezwungen, dass er... Okay. Er attackt mit Newgate. Kriegt er mit einem Chopper-Blocker raus? Nochmal mit Newgate of Life? Was hat er vor? Wird mit einem Law geblockt? 5K-Swing. Oh... I see. Kommt jetzt ein Rush Ruffy mit Maximum Value? Ich glaube, der Law hat jetzt gerade mal ein bisschen die Falle. Hat er das? Ja, er blockt mit Law. Da werden 5 getappt. Rush Ruffy wanted. 4 Don, 5 Don runter. 11k Swing. Let's go. Unblockbar. Brook. Isa. Wir sind auf 10k, da fällt noch was. Und eine Name. Ey, genau auf 11. GG. Und damit hat der Ruffy gewonnen. Was ein Krimi, Leute. Was ein Krimi. Also verdient gewonnen. Verdienter Sieg. Für den Ruffy.